Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wundervollen Reaktionsvideo von mir. Mein Name ist Mochi, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, sonst würdest du ja nicht auf dieses Video klicken. Oh Mann, ich bin heute wieder ein bisschen ulkig drauf, wie du schon merkst. Wir reagieren heute auf ein super interessantes Video. Und zwar gucken wir uns ein Video an von Simply Chismas. Videotitel heißt Das schlimmste Gefängnis der Welt. Hört sich sehr, sehr spannend an. Wir lieben alle Dokus über Gefängnisse. Heißt Das schlimmste Gefängnis von Simply Chismas. Das Video sollte auch ganz gut sein. Lehnt euch zurück, genießt. Wir gucken mal, wo und wie das schlimmste Gefängnis der Welt Ajax ist und aussieht. Let's go. 2000 ist 15x cooler als ihr. Das ist das größte Gefängnis der Welt. Es bietet Platz für bis zu 40.000 Insassen. Der Bau ist eine brandneue Hochsicherheitsfestung. Die Häftlinge werden rund um die Uhr überwacht, drin und draußen. Bis zu 100 Gefangene werden in eine Zelle gepfercht. Oh, 100 Gefangene in eine Zelle. Okay, dann ist es schon mal nicht Deutschland, es ist schon mal nicht Amerika. Oh, könnte Thailand sein oder so, oder? Russland oder Thailand, predikte ich. Ohne jegliche Privatsphäre. Es gibt keinen Freigang. Oder Südamerika. Keine frische Luft und keine Besuche. Dieser surreale Megaknast befindet sich in El Salvador. Was in Südamerika ist, richtig? Der kleine Staat in Mittelamerika wurde jahrzehntelang von bitter verfeindeten Straßengangs terrorisiert. Den sogenannten... Ah, Chat, El Salvador ist doch in Argentinien. War das nicht auch die Stadt oder das Land, wo so ein Präsident gekommen ist und einfach komplett aufgeräumt hat und El Salvador von diesem krass gefährlichen Land oder Ort zu einem übersicheren Ort geswitcht ist. Also das war ein Ort, wo Gangs waren, Kriminalität und so weiter. Und dann ist ein Typ gekommen, Präsident, der einfach komplett aufgeräumt hat. Und jetzt kannst du da mit Rolex am Handgelenk rumlaufen und alles ist super safe. Das ist der Ort, richtig? Das ist crazy, Mann. Ich frage mich auch, wie der das gemacht hat. Vielleicht sagen die das im Video. Das ist super heftig. Super heftig. Und Maras. Das Land galt als einer der gefährlichsten Orte der Welt. Die Mordrate war lange Zeit die höchste auf dem Planeten. Krass. Doch dann hat El Salvador einen neuen Präsidenten gewählt. Hm. Und dann ist es doch ein Playboy. Das ist doch nicht echt, Chat, oder? Ist es irgendein Hollywood-Filmdreh gewesen? Der sieht doch nicht aus wie ein Präsident. Der jetzt, wo ich mir gerade auch anschaue, sieht der nicht aus wie ein Mensch. Ist das echt? Ist das wirklich der Präsident? Und der hat das ganze Land auf den Kopf gestellt und von einem der gefährlichsten Länder zu einem der sichersten Länder in wie vielen Jahren? Ein, zwei Jahren geswitcht? Auch ein bisschen aus wie Drake, wo ich es jetzt sage. Naja, AI, könnte AI sein, ja. Nayib Bukele hat den Straßenbanden den Krieg erklärt. Seine Regierung hat 2% der volljährigen Bevölkerung hinter Gitter gebracht. Viele 2%? Viele davon hier, ohne Kontakt zu ihren Familien. Ohne die Aussicht darauf, jemals wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Auf dem Papier ist El Salvador deutlich sicherer. Bukele ist deshalb wahnsinnig beliebt. Aber Berichten zufolge ist jeder dritte Gefangene unschuldig. Jo, was? Setzt El Salvador im Krieg gegen die Maras seine Demokratie aufs Spiel? Das ist Juan, eine fiktive Figur basierend auf echten Berichten und Informationen rund um das Megagefängnis. Juan ist 15 Jahre alt, tätowiert, seine Eltern sind extrem arm. Er ist seit seiner frühen Kindheit auf sich allein gestellt. Er hat sich Barrio Diez Yocho angeschlossen, einer der größten Straßengangs im Land. Jetzt sitzt Juan im Gefangenentransport. Er wird zusammen mit anderen mutmaßlichen Bandenmitgliedern von Mariona in den Südosten verlegt. Besser einige Unschuldige anstatt alle Unschuldigen tot? Boah, das ist eine harte moralische Frage, Chat. Findet ihr es besser, dass es, wenn es jetzt so ist, wir nehmen mal an, da ist wirklich jeder Dritte unschuldig. Findet ihr es besser, dass es dann so ist und dafür keine Gangs mehr auf den Straßen? Oder sagt ihr, nee, das kann man nicht bringen, weil die unschuldig sind? Dann lieber doch Gangs auf den Straßen. Boah, das ist eine abgefuckte Frage, Chat. Ja, kann man... Boah, schwierig. Das ist... Es ist halt beides abgefuckt. Ja, kann man nicht bringen. Also wenn es wirklich so ist, dass alle, also jeder dritte Gefangene unschuldig ist, dann kannst du es nicht bringen. Dann leiden ja einfach so viele Unschuldige im Knast, die nichts gemacht haben. Klar ist dann mehr Frieden so, aber das kann man nicht machen. Kann man nicht bringen. In ein brandneues, gigantisches Hochsicherheitsgefängnis. Spulen wir 3 Jahre zurück.
Nayib Bukele wird der jüngste Präsident in der Geschichte El Salvador. Warte, wie viele Jahre? Drei? Hat er gerade drei Jahre gesagt? Was? Nayib Bukele wird der jüngste... Oh. Spulen wir drei Jahre zurück. Drei Jahre zurück. Nayib Bukele wird der jüngste Präsident in der Geschichte El Salvadors. Er weiß, wie man soziale Medien nutzt und ist schnell aufgestiegen. Der Kampf gegen die Maras ist das zentrale Thema seiner politischen Karriere. Die Gangs haben ihren Ursprung in den 1960er Jahren in US-Metropolen wie L.A. Die USA haben Anfang der 90er massenweise junge Latinos abgeschoben. Zurück in Mittelamerika haben die Banden die Kontrolle über die Straßen übernommen. Sie haben El Salvador jahrzehntelang terrorisiert. Schutzgelderpressung, Waffen- und Drogenhandel. Die Maras haben ganze Viertel und Stadtbezirke beherrscht. Sie haben Kinder aus armen Verhältnissen rekrutiert und ihnen oft keine Wahl gelassen. Mach mit oder stirb. In brutalen Straßenkämpfen wurden häufig Passanten verletzt. Die Maras haben wiederholt Busse mit Zivilisten angegriffen und in Brand gesteckt. 2015 kommen im Schnitt 18 Menschen pro Tag ums Leben. El Salvador hat nur knapp über 6 Millionen Einwohner. Das ergibt eine Jahresquote von über 100 Morden pro 100.000 Einwohner. Ein bitterer Weltrekord. Im selben Jahr wird Nayib Bukele Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador. Da ist er gerade mal 34. Anfangs geht er mit sanften Mitteln gegen die Gewalt auf den Straßen vor. Mit Jugendzentren, Straßenbeleuchtung und Bildungsprogramm. Die Maßnahmen sind erfolgreich und viele Wähler begeistert. Doch einige Jahre später als Präsident zieht Bukele andere Geschütze auf. Er will mit harter Hand regieren. Tatsächlich sinkt die Mordrate in den ersten Jahren seiner Amtszeit drastisch. Sie war aber auch schon in den Jahren zuvor rückläufig. Viele Menschen in El Salvador bezweifeln, dass die Entwicklung wirklich mit Bukeles Sicherheitsmaßnahmen zu tun hat. Einigen Berichten zufolge macht Bukele in dieser Zeit geheime Deals mit den Maras. Sie sollen sich zurückhalten und die Mordrate runterschrauben. Im Gegenzug verspricht Bukele Sonderbehandlungen für inhaftierte Bandenmitglieder. Die Gangs scheinen einverstanden zu sein, denn die Gewalt auf den Straßen lässt nach. Bukele bestreitet, mit den Maras kooperiert zu haben. So oder so gewinnt er die Anerkennung des Volkes. Bei den Parlamentswahlen 2021 feiert seine Partei einen Kantersieg. Bukele hat eine Zweidrittelmehrheit und erhält so noch mehr Macht. Dieses Video wurde von unserem langfristigen Partner Finanzguru gesponsert. Im Internet gibt es etliche betrügerische Shops und dubiose Websites, die es auf dein Geld abgesehen haben. Der neue Fake-Shop-Radar von Finanzguru kann dich vor verdächtigen Online-Händlern und untypischen Buchungen warnen. Stell dir mal vor, da wäre jetzt so www.leftlane-shop.de in der Werbung dabei. Doch Finanzguru kann noch viel mehr. Mit dem digitalen Finanzassistenten kannst du all deine Konten in nur einer App managen. Vom Girokonto bis hin zur Kreditkarte, PayPal und deiner Kryptobörse kannst du all deine Accounts super leicht verknüpfen. Deine Einnahmen und Ausgaben werden übersichtlich in Kategorien eingeteilt und die App erkennt automatisch deine Laufbücher in der App kündigen. Mit Finanzguru Plus erhältst du zusätzlich starke Extra-Features wie detaillierte Analysen deines Kaufverhaltens über den QR-Code, den Code Simpli. Am 22. März 2022 verhängt Bukeles Regierung den Ausnahmezustand. Grund dafür ist das Wiederaufflammen der Bandengewalt. 10 Tage zuvor haben die Maras an einem einzigen Tag über 60 Menschen ermordet. Wenn es jemals einen Geheimdeal mit dem Präsidenten gab, haben die Maras ihn jetzt platzen lassen. Der Ausnahmezustand bedeutet, dass Versammlungs- und Pressefreiheit massiv eingeschränkt werden. Die Polizei verhaftet regierungskritische Journalisten und Gewerkschaftsführer. Gleichzeitig müssen Behörden aggressive Verhaftungsquoten erfüllen. Bürger können ohne Haftbefehl bis zu 15 Tage festgehalten werden. Während dieser Zeit wird entschieden, ob man in Untersuchungshaft muss. Die kann wiederum bis zu 2 Jahre dauern. Landesweit werden tausende Menschen festgenommen. Die Überstellung in die U-Haft wird oft in Massenanhörungen entschieden. Regelmäßig bestimmen einzelne Richter das Schicksal von bis zu 900 Beschuldigten gleichzeitig. Die Richter tragen häufig Masken, um anonym zu bleiben. Innerhalb kurzer Zeit sind die Gefängnisse des Landes hoffnungslos überfüllt. Einige beherbergen 3-mal so viele Inhaftierte wie vorgesehen. Die Zustände sind brutal. NGOs finden heraus, dass einige Inhaftierte von Wärtern gefoltert werden, teilweise bis zum Tod.
Allein im ersten Jahr des Ausnahmezustands sterben über 150 Menschen in den staatlichen Gefängnissen. Leichen werden in Massengräbern beigesetzt. What the fuck? Angehörige werden meist nicht über die Todesfälle informiert. 2023 wird dann diese enorme, ultramoderne Haftanstalt gebaut. Sie soll mehr Platz für verurteilte Gangmitglieder schaffen und die überfüllten Gefängnisse entlasten. Seit 2015 werden Gangmitglieder offiziell als Terroristen eingestuft. Entsprechend heißt das neue Hochsicherheitsgefängnis Centro de Confinamiento del Terrorismo, kurz CECOT, Zentrum für die Einschränkung von Terrorismus. Juan ist gerade auf dem Weg dorthin. Nach etwa einer Stunde gelangt der Bus zu einem massiven Gebäudekomplex. Er ist von einer 2 Kilometer langen und 11 Meter hohen Betonmauer umringt. Der Schutzwall soll sogar Sprengstoffangriffen standhalten, zum Beispiel durch Autobomben. Bei Bedarf können hunderte Soldaten aus den umliegenden Kasernen zur Verstärkung gerufen werden. Die Truppen sind innerhalb von Minuten mit Helis und Panzern vor Ort. Das Tor öffnet sich und Juan fährt an hohen Mauern, Elektrozäunen und Wachtürmen vorbei. Der Bus kommt vor einer riesigen Halle zum Stehen. Juan muss alle seine Besitztümer abgeben und sich röntgen lassen. Er bekommt ein weißes Shirt und eine weiße Hose. Man rasiert ihm den Schädel. Dann wird er zu seiner Zelle gebracht. Er teilt sie sich mit etwa 90 anderen Häftlingen. Boah, Digga, das ist ja wirklich Horror-Shit. Stell dir mal vor, ihr sitzt da einfach euer Leben lang. Ist ja so abgefuckt. Diese dreistöckigen Metallregale sind die einzige Sitzgelegenheit. Betten gibt es nicht. Zum Schlafen muss er sein Handtuch als Kopfkissen nehmen, wenn er überhaupt ein Auge zukriegt. Denn in der Halle brennt rund um die Uhr grelles Licht. Juan verliert schnell jedwedes Zeitgefühl. Es gibt keine Fenster. Er kann nicht nach draußen gucken, geschweige denn nach draußen gehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Gefängnissen gibt es keinen Außenbereich für Insassen. An Flucht denkt hier niemand. Der Komplex ist von 7 Sicherheitsringen umgeben. Zwischen den Zellen und der Außenwelt liegen meterdicke Betonwände, haushohe Elektrozäune und insgesamt 19 Wachtürme. Die Wege sind mit Kies bedeckt, damit kein Schritt unbemerkt bleibt. Insassen können mit ihren Anwälten sprechen, aber nur per Videocall. Dafür gibt es einen speziellen Raum. Juan verlässt seine Zelle nur, um in der Gefängniswerkstatt zu arbeiten oder um an den obligatorischen Trainingseinheiten teilzunehmen. Jede seiner Bewegungen wird von den bis unter die Zähne bewaffneten Aufsehern streng überwacht. Sie können die Gefangenen aus sämtlichen Winkeln beobachten. Privatsphäre gibt es nicht. Juan teilt sich 2 große Waschbecken und Toiletten mit seinen Zellengenossen. Das Fitnessstudio und die Kantine sind dem Personal vorbehalten. Die Inhaftierten essen in ihren Zellen. Es ist ein absolutes Highlight, als der mexikanische YouTuber Luisito Comunica mit seiner Kameracrew vorbeischaut. Boah, da würde ich aber auch kein YouTube-Video drehen wollen, Chat. Bin ich ehrlich mit euch? Da würde ich mir zu viel Filme schieben, dass da irgendein Gangmitglied das sieht, wie ich da irgendwelche Gang-Homies von dem gefilmt habe und sich denkt, Bruder, fand ich jetzt nicht so cool, das YouTube-Video. Oder wenn aber es ist sauber. Ja, Bruder, aber das ist ja trotzdem wirklich die Hölle auf Erden. In der Spanier Lethal Crisis den Alltag der Inhaftierten filmt. Wir packen euch die Links zu beiden Videos in die Beschreibung. Alter, guck mal, wie fucking... Es ist den Alltag der Inhaftierten filmt. Wir packen... Yo, wie krank sieht er denn aus hier in der Mitte, Digga? Holy fuck. Ey, stellt euch vor, ihr seid da drin und seid einfach unschuldig. Ihr habt einfach nichts gemacht. Das ist ja crazy, Mann. Wir packen euch die Links zu beiden Videos in die Beschreibung. Sie haben jeweils englische Untertitel. Einige Insassen versuchen während der Aufnahmen, versteckte Botschaften nach draußen zu senden. Wer dabei erwischt wird oder anders Ärger macht, kommt in Einzelhaft. Diese speziellen Zellen sind triste Betonbunker. Ein Waschbecken, ein Klo und eine kleine Fläche zum Schlafen. Es gibt kein Licht, nur absolute Finsternis. Alter, die gehen da in so... Wie nennt man das denn nochmal? Blackbox? Nee, da finde ich irgendeinen Begriff. Für so dunkle Zellen, Einzelhaftzellen, wo kein Licht ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall crazy. Das ist crazy. Bunker, ja. Darkroom war was anderes, glaube ich. Da verwechselst du was. Darkroom gibt's woanders. Viele Gefangene werden den Rest ihres Lebens unter diesen Bedingungen verbringen. Die Haftstrafen im CECOT sollen zwischen 20 und über 1000 Jahren liegen. Die Insassen werden komplett von der Außenwelt abgeschottet, von ihren Freunden und Angehörigen. Die Anstalt erlaubt weder Anrufe noch Besuche. Viele Inhaftierte werden ihre Familien nie wiedersehen.
Juan wird voraussichtlich 15 Jahre im CECOT verbringen. Das ist die Höchststrafe für 15-Jährige. Bro, der ist auch einfach 15, voll vergessen. 16- und 17-Jährige können bis zu 30 Jahre absitzen. Der ist mit 15 da rein. Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft gibt es nicht. Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Christosal kritisieren das CECOT. Experten bezweifeln, dass das harte Durchgreifen eine dauerhafte Lösung für die Probleme des Landes sei. Chat, denkt ihr, dass sowas eine Lösung ist für so Gang-Kriminalität und sowas? Also mal abgesehen davon, dass es gegen die Würde des Menschen ist und so ein Zeug. Ich glaube, also ich würde sagen, Chat, so krass harte Strafen, die halt meistens dann gegen die Menschenwürde sind, schrecken auf jeden Fall schon Leute ab, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Veränderung macht. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, Chat. Ob du als Mörder oder als Krimineller von einer Gang ein Recht haben solltest auf gewisse Dinge, das ist ein anderes Blatt. Ja, nachher nicht zu resozialisieren bringt dir aber vorher nichts. Ja, den Punkt verstehe ich, dass man sagt, yo, die kommen aus dem Knast raus und sind nicht resozialisiert, völlig verstört vom Knast und werden höchstwahrscheinlich wieder kriminell. Ja, schwieriges Thema, ja, keine Ahnung. Containing people is a fairly good temporary solution. It's something that can happen fairly quickly with not a ton of money. And it's an investment to really expand rehabilitation programs and to look at preventative strategies. Ashley Battastini ist außerordentliche Professorin an der Technischen Universität in Melbourne. Sie forscht zu neuen Interventionsstrategien für Hochrisikostaaten. Ihrer Meinung nach behandelt das CECOT nur die Symptome der Gewalt. Früher oder später könnte die Gewalt genauso stark wie vorher zurückkommen. Oder sogar noch brutaler. If you treat people like trash, you're really going to get trash behavior in return. People are not motivated to change when they are treated poorly and when they're not given opportunities to grow and develop. And so even though, again, it's doing what it's intended to do by containing this behavior, pulling these individuals off the streets, and you're seeing reductions in crime as a result of it, and the long... Chat, da müsste man sich einfach mal Statistiken angucken, wie viel Straftäter in Deutschland zum Beispiel wieder rückfällig werden und wie viel Straftäter halt da einfach rückfällig werden. So, da müsste man sich einfach mal Statistiken reinziehen, ob das so einen krassen Unterschied macht, ob du resozialisiert wirst oder halt nicht. Also da kenne ich jetzt keine Statistiken. Könnte wie ein Boomerang zurückkommen, ja. Long term, it's really not going. Brauchst ein paar? Nee, lass mal stecken. Also, nee, Statistiken habe ich jetzt nicht so Bock drauf, nee. Aber du könntest mal Statistiken raussuchen und mir das Ergebnis davon sagen. Das würde mich interessieren, ja. To be of benefit to society or to these individuals to simply contain them without any goal of. Chat, würdet ihr sagen, in Deutschland sind die Strafen zu gering? Für Straftaten? Ja. Hm. Kommt glaube ich, ganz krass auf den Bereich an, ne? Also kommt immer darauf an, in welchem Bereich jetzt. Also Strafen in Deutschland, Chat, ist halt immer eine Frage von, in welchem Bereich. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo du zu harte Strafen hast und dann gibt es wiederum Bereiche, wo du deutlich zu schwache Strafen hast. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Ja. Kommt voll drauf an. Changing what is keeping them in that criminal lifestyle. Aber wie sollte man gegen die Bandenkriminalität vorgehen? Die Maras haben vielen Menschen im Land unsägliches Leid. Ja, da kommt auch immer ganz oft das Thema auf, Chat, mit Steuerhinterziehung. Viele schreiben jetzt rein, bei Steuerhinterziehung kommst du lebenslang gefühlt in den Knast und bei Pädophilie kommst du gar nicht in den Knast oder so. Ich kenne die ganzen Gesetze nicht so. Ich muss aber mal eine Sache sagen, Chat. Also du kriegst auf jeden Fall Stress wegen Steuerhinterziehung sehr schnell und da sind auch harte Strafen. Aber es ist jetzt auch nicht so, Chat, als wenn du mal irgendwie in der Steuererklärung was verkackt hast und da irgendwie 100.000 Euro nicht angegeben hast oder sonst was, dass du direkt in den Knast kommst. So ist das auch nicht, Chat. Also da musst du schon ganz dicke Summen hinterzogen haben, um da in den Knast zu gehen. Danke. Und dann ist auch immer wieder eine Frage, ob du das dann selber meldest oder nicht oder ob du es vertuschen wolltest oder nicht und so weiter. Also so einfach ist es nicht, Chat. Die Leute denken immer, sobald man Steuern hinterzieht, kommt man sofort in den Knast. So ist es nicht. Angetan. Also hast du 100.000 gerippt vom Finanzamt, Chat? Ich zahle meine Steuern brav.
Sie sind ein Katalysator extremer Armut. Das spricht jemand aus Erfahrung. Schnauze jetzt, Jeff. Aber auch ein Symptom. It's also going to need thought around preventative strategies and policy changes that again are causing people to go down this pathway in the first place. So, you know, it's worth taking a look at what's going on in communities, with the economy. You know, what is it that is driving people to enter these gangs and to keep these gangs so active and involved in the first place? Beispiel für Uli Hoeneß. Der hat mies viel Steuern erzogen, trotzdem nur 2 Jahre Bewährung. Ist Uli Hoeneß nicht in den Knast gegangen, Chat? Der saß doch, glaube ich, 1 Jahr im Knast, oder nicht? Der hat ja aber auch Millions hinterzogen, Uli Hoeneß, soweit ich weiß. Brutale Gangs brutal zu bestrafen, ist ein verständlicher Reflex. Und das Level an Gewalt im... Der hat keine Steuern erzogen? Natürlich hat der Steuern hinterzogen. Uli Hoeneß hat Steuern hinterzogen, safe, safe. Doch, der war Bau, ja, ja, safe. Habe ich auch so im Kopf. Alltag, mit dem El Salvadorianer zu kämpfen hatten, ist aus westlicher Perspektive nur schwer nachzuvollziehen. Aber mit den aktuellen Maßnahmen steht der Rechtsstaat in Flammen und ein totalitäres, rücksichtsloses Regime erhebt sich aus seiner Asche. Den Rechtshilfeaktivisten von Socorro Jurídico Humanitario zufolge könnte jeder dritte Inhaftierte in El Salvador unschuldig sein. Viele kamen ohne richterlichen Haftbefehl in Gewahrsam und wurden dann in Massenanhörungen von maskierten Richtern verurteilt. Die Regierung von Bukele weiß, dass tausende Unschuldige hinter Gittern sitzen. Sie behauptet, es seien bereits 8000 Personen wieder entlassen worden. Aber NGOs wie Socorro schätzen, dass noch immer doppelt so viele Unschuldige eingesperrt sind. Die Polizei hatte explizite Anweisungen. Sie sollte so viele Menschen wie möglich verhaften, egal ob schuldig oder nicht. Porque hemos metido gente sin ningún, sin haber cometido ningún delito, sino que hay muchos casos solo por el simple hecho de ser jóvenes. Las patrullas tenían que detener cierta cantidad de gente diaria para que la suma de detenidos fuera aumentando, ¿va? Y así decir de que si no deteníamos a 20 personas, no podíamos regresar a la base. O sea, krass. Y allí fue que allí agarramos a cualquiera que hallábamos en la calle. Also, wenn das stimmt, was der sagt, das wäre heftig, Alter. Das wäre richtig heftig. Bittere Armut ist erwiesenermaßen ein entscheidender Faktor, der die Menschen in die Fänge der Maras treibt. Im ersten Jahr nach Bukeles Amtsantritt hat sich die extreme Armut in El Salvador verdoppelt. Gleichzeitig sind die Armen im Land besonders von den Verhaftungswellen betroffen. Sie können sich auch nur selten rechtlichen Beistand leisten. Trotzdem feiern viele Menschen in El Salvador Bukeles Bilanz als gigantische Erfolgsgeschichte. Über 70.000 Verhaftungen seit Beginn des Ausnahmezustands. Die Eröffnung des weltweit größten Gefängnisses. Eine historisch niedrige Mordrate. Der Regierung zufolge ist die Zahl der Morde innerhalb eines Jahres von 500 auf 154 gesunken. El Salvador wurde von einem der gewalttätigsten Länder der Welt zu einem der sichersten in ganz Lateinamerika. Im Februar 2024 wurde Bukele mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die Verfassung erlaubt aber eigentlich keine zweite Amtszeit für Präsidenten. Also hat er sie ändern lassen. Yo, der hat einfach die Verfassung geändert. Geil. Das ist nur eine von vielen Stellen, an denen Bukele El Salvadors Demokratie unterwandert. 2020 zog er mit bewaffneten Soldaten ins Parlament ein, um die Abgeordneten einzuschüchtern und eine Abstimmung zu beeinflussen. Was? Die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit sind inzwischen seit 2,5 Jahren eingeschränkt. Bei unserer Recherche zum Thema sind wir im Guardian auf dieses Zitat gestoßen. Bukele ist extrem undemokratisch, verübt extremen Machtmissbrauch und ist extrem populär. Für manche ist es unvorstellbar, dass diese drei Aspekte Seite an Seite existieren. Bukele selbst hat sich vor ein paar Jahren auf Twitter scherzhaft als coolsten Diktator der Welt bezeichnet. Heute wirkt das gar nicht mehr so lustig. Yo. Cheers. Crazy, Chat. Sehr, sehr, sehr interessantes Video. Ob das jetzt alles gut ist, was er macht, schlecht, das müsst ihr wissen. Ich bin gerade viel zu müde, um hier jetzt nochmal ein Statement abzugeben. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es ein cooles Video war, okay? Wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Mein Name ist Mochi. Das war das schlimmste Gefängnis der Welt.
verrücktes Video, interessantes Video. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wie seht ihr das Ganze? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mein Name ist Mochi. Bis bald. Tschüss.